So, übrigens, weil niemand meinen Namen kennt und ich immer nur Gongon heiße, euer Gonzo steht da hinten. Euer Gonzo. So. It came, it raged. What? Proletator, guten Abend. Moinsen, Mr. Galloway. Mr. Galloway. Fabinator? Zählt es, wenn ich mein Deck zerstört habe? Dann ja, dann habe ich schon Deckzerstörung gemacht. Ja, hi Joker. Friede, Freude, Freitag. Hi. So, mal wieder sind die Einstellungen komplett für die Katz. So. Um das zu erklären. Übrigens, im Hintergrund läuft Adam O1, der überraschenderweise einen Livestream macht heute. Er denkt auch nie an mich. Nie, nie denkt Adam auch mal an mich. Vielleicht will ich ihm einfach mal... Demokratie des Proletariats. Die Zeit vergeht. Du denkst an mich. Dankeschön. Aber Adam denkt nie an mich. Immer macht er Livestreams, wenn ich nicht zugucken kann. So. Macht's genau wegen mir. Nee, heute ist Geburtstags-Livestream, scheinbar Big Mama. Jetzt habe ich nicht gehört, welche Big Mama er meint. Aber meint er wirklich seine Frau, also die Frau seines Kindes oder seine Mutter? Das war aber schon ziemlich seltsam. Nicht mal Bauchi Bauchi. Oh, sollen wir heute Bauchi Bauchi gucken? Ich habe heute schon so viel Freiraumreh geguckt. Aber ich muss sagen, ich fand ein paar Takes nicht so schlecht. Das ist der Hammer. Ich habe Freiraumreh geguckt und dachte mir ab und zu, ja, das klingt gar nicht woke. Ich habe das Gefühl, die hat die Wokeness nicht ganz durchgespielt. Ganz ernsthaft. Und wunderschönes guten Abends. Du kannst die Frau kaum ertragen. Also bestimmte Ausschnitte kann man nicht ertragen. Aber KuchenTV hat ja einiges so über sie gesagt und meinte dann, sie lässt den Mann nicht ausreden. Ja, sie macht eine Reaction. Natürlich lässt sie nicht ausreden. Das ist ganz normal. Macht keiner von uns. Guten Abend, kleiner Kobold. Euch fehlt's an Disziplin. Von jetzt an laufen eure Mamis nicht mehr hinterher und tätscheln euch den Hintern. Oh nein, jetzt müssen wir was tun. Wir machen aus Pudding Muskeln. Sie hat die Woke-WM durchgespielt, genau. Die Woke-WM. Da mache ich doch gleich mal mein Training. Gleich. Ich war gerade im Redefluss. Übrigens auch, ich habe mein Mikrofon wieder umgestellt. Ich hoffe, ich bin wieder ein Ticken besser zu hören. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen gedröhnt. Und ich habe geguckt, an welcher Stelle ich die Verstärkung hochschalten muss und wo wieder runter. Denn die Streamlabs-Verstärkung, die macht den Ton ziemlich kaputt. Ich habe versucht, dann im System selber noch mal hochzuschalten. Ich hatte das Mikrofon viel zu niedrig eingestellt. Ich hatte den allerersten Mikrofoneingang. Der geht dann in das Elgato-System. Das Elgato-System hatte ich hochgestellt. Und dann hatte ich später im Streamlabs noch mal hochgestellt. Hi, Synavia. Ich hatte aber nicht dran gedacht, den ersten Wert, den allerersten Eingang was hochzustellen und dafür den anderen was runter. Ich hoffe, ich bin zu hören. Das habe ich gemacht, weil ich nämlich ein Noise Gate eingebaut habe. Und ich hatte früher Probleme mit dem Noise Gate, weil meine Sätze abgehackt waren. Also wenn meine Sätze anfangen abgehackt zu sein, bitte Bescheid sagen. Mein House of Cards, ey, mein Gartenschuppen auf Cards, ganz bestimmt. Irgendwann habe ich genug. Sinn der Sache ist, weil ich ja ziemlich laut atme. Merkt ihr vielleicht. Ich komme in so einen Redeschwall und dann rede ich und rede ich und vergesse zu atmen. Und irgendwann bin ich ganz außer Atem, ne? Und atme so vor mich hin. Und das Noise Gate ist so eingestellt, dass mein Atmen... Ihr seid verweichlicht. Euch fehlt's an Disziplin. Von jetzt an laufen eure Mamis nicht mehr hinterher und tätscheln euch den Hintern. Oh nein, jetzt müssen wir was tun. Wir machen aus Pudding Muskeln. So, Kinder, hier ist eure Milch. Davon werdet ihr groß und stark. Ihr wollt mich doch atmen hören. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Wie viel Master? Erster. Machen wir jetzt gleich. So. Wer viel redet, muss auch trinken. Ja. Also die Grundidee ist, dass mein Atmen endlich rausgeschnitten wird. Und?
Ich will das später im Schnitt auch nicht ständig hören müssen. Deswegen soll das raus. So, der gute Adam ist also Silent Hill am Spielen. Sein Motorradtank versteckt, weil Dahlia Gillespie, Alessas Mutter, halt unbedingt verhindert. Das ist nicht Adam O'One. Aber stirbst du nicht ohne Atmung? Das sehen wir dann. Sind wir jetzt 5 Stunden ohne Atemgeräusche. So. Wo war ich dran? Training, ne? Zeit für Musik. Meine ganzen Einstellungen, ihr habt gesehen, mein Übergang hat nicht funktioniert. Ich habe nämlich mein Streamlabs vorbereitet. Guten Abend, Zeitro! So, ich habe mein Streamlabs vorbereitet für den Fall, dass ich mal auf meinen YouTube-Kanälen livestreamen möchte, auf den neuen. Das heißt, wenn ich mal einfach mal ein bisschen Yu-Gi-Oh! Spielen möchte zum Beispiel und ihr habt keinen Bock, das zu sehen, da würden meine Zahlen drunter leiden. Wenn ich auf Twitch live gehe, dann gehen meine Werte damit in den Keller, weil kein Mensch guckt. So. Und ihr würdet auch auf den Stream kommen, würdet euch denken, oh, habe ich keinen Bock. Guten Abend, Pizza Brutalo. Und dann hinterlasse ich einfach einen schlechten Eindruck bei euch, weil ihr euch denkt, so, letztes Mal hat er nur gespielt, da hatte ich keinen Bock gehabt und dann habt ihr keinen Bock mehr wiederzukommen. So, damit ihr nicht einen Hinweis bekommt, dass ich live bin, ohne dass irgendwas kommt, was euch interessiert, weil das wäre ja nervig, wenn ich live gehe und ihr werdet gerufen und ihr kommt zu mir und seht dann, ach, das ist ja blöd. So, das soll nicht passieren. Deswegen versuche ich die Interessengebiete dann mehr auf die YouTube-Kanäle zu teilen, wenn ich mal ein Spiel spielen möchte, einfach so, ne? Dann spiele ich das da und dann kann da hingehen, wer da hinkommen möchte und da abonnieren, um gerufen zu werden, wenn ich da live bin. Wir können länger ohne Atmen, die Psyche löst die Panik aus, ne? Ja. Kann man sich abtrainieren? Das habe ich auch damals in der Schule gemacht. Ich weiß, wir hatten nicht viel mehr in der Schule zu tun, als die ganze Zeit auf die Uhr zu gucken und uns zu denken, tick-tack, tick-tack, wann kann ich endlich raus? Und dann haben wir einfach geguckt, wie lange wir die Luft anhalten können und haben auf den Sekundenzeiger geguckt. So lief das damals. Hi, Panther! Ey, wie schön ihr alle reinkommt hier. Direkt erstmal den Chat zu spammen. So gefällt mir das. Apnoe-Taucher lernen ihren Atemreflex zu kontrollieren. Das war übrigens kein Witz. Hi Karma, Geburtstagskind. Karma ist heute nur im Lurk. Meine Mods feiern heute Geburtstag, genauso wie Adam Geburtstag feiert. Ihr alle feiert Geburtstag, keiner hat mich eingeladen, ne? Keiner hat an mich gedacht. Dann einen schönen Geburtstag dir. Lass dich feiern, ich hoffe, es gibt Kuchen. Und wenn es Kuchen gibt, ich hoffe, du hast ein Foto gemacht. Und wenn du ein Foto gemacht hast, ich hoffe, das postest du auch auf dem Discord. So. Jetzt muss ich gerade aber Musik anmachen, damit ich mein Training machen kann. Ich überlege jetzt gerade, mache ich Kniebeugen? Ich hatte die letzten Tage so Schmerzen in der Leiste von den Kniebeugen. Ihr wisst ja, ich hatte alle Hanteln genommen, alle. Ich habe einfach alle und habe Kniebeugen gemacht. War vielleicht ein bisschen viel. Und er hat dann irgendwann 45 die ganze Schulstunde, genau. Das Problem war, nach 45 Minuten hat die Lehrerin gesagt, Klein Gonzo, es wird nicht Luft geholt. Nicht der Gong beendet die Stunde, sondern ich. Wärst du Abwechslung mit Hampelmännern? Nein, das ist kein Sport. Hampelmänner sind kein Sport. Mach die geteilten Kniebeugen auf einem Bein, nix da. Das bricht durch. Ich habe sehr schwache Knie. Ernsthaft. Viel zu schwache Knie. Wie wär's mit Seitheben? Ein bisschen Seitheben. Aufwärmen mit 5 Kilo, danach 8 Kilo reinhauen. Ein bisschen Seitheben. Jetzt hört ihr übrigens auch Resident Evil. I gotta catch them all. Guten Abend, Nox. Danke fürs Followen. Ihr hört jetzt Resident Evil und schaut Adam O'One beim Silent Hill Spielen zu. Na, wie gefällt euch das? Und Burpees. Ich habe vergessen, was Burpees sind. Aber die meiste Hampelei lehne ich ab. Ich bin für effektives Training. Und Old Guitar Hand habe ich schon Hallo gesagt. Guten Abend. So eine Lehrerin hattest du auch alle. Und wir alle kennen den Spruch, es ist doch für mich 6. Stunde.
Jetzt verstehe ich den Spruch auch. Ich glaube nicht an Sport, bei dem ihr euch viel bewegen müsst. Ich glaube an kurzen, präzisen, schweren Sport. Und das funktioniert übrigens. Let's Plays sind auch eine Art Reaction, das stimmt. Es ist ja meist vorherbestimmt, was in den Spielen passiert, ja. Und ihr habt die Spiele auch nicht selber programmiert. Ihr nehmt euch ein Spiel, was jemand anders erschaffen hat, setzt euch davor und sagt, heute gucken wir uns Spiel so und so an und ich erzähle euch, was ich davon halte. Ich glaube nicht am Sport. Bei dem ich vom Stuhl aufstehen muss. Guten Abend, Sarathe. Du läufst viel zu viel. Bewegt euch. Nein, laufen ist gut, laufen ist gut. Nur nicht rennen. Rennt. Doch, meine Güte, rennt auch schon mal. Ihr dürft auch schon mal, die Pumpe darf auch schon mal benutzt werden. Natürlich, dafür ist sie da. Jetzt aber erstmal hier Gewicht. Abend, das Opi. Nox, das ist Adam O1 im Hintergrund. Das ist eine Art Tradition. Im Vorgeplänkel, bevor wir die Reactions machen, lasse ich gerade Adam laufen, weil er zufälligerweise mal wieder online ist. Kawabanga! Ich habe den Film Silent Hill mehr als nur einmal gesehen. Ich mag den Film. Teil 2 habe ich, glaube ich, zweimal oder dreimal gesehen. Der ist grottig. Mr. Galway, ich bin mir sicher, dass ich schon mal wusste, was Burpees sind, aber das habe ich aus gutem Grund vergessen. Der erste ist okay, Teil 1 war toll. Guten Abend, Scorpi. Die Sache zu Sport ist, ich habe mich mit Sport beschäftigt. Ich leide an Migräne. Ich hatte von Anfang an gedacht, Sport ist nichts für mich. Weil stressige Beschäftigungen und Überlastungen führen oft zu Migräne. Dann habe ich festgestellt, dass Sport, also Kraftsport, Muskelaufbausport, gar nicht so anstrengend ist. Und ich habe immer mehr gelernt darüber. Mir viele Videos angeguckt, die verschiedenen Übungen, habe mir dann aber auch angeguckt, wie das mit dem Muskelaufbau ganz genau funktioniert. Der Rest war nix. Der restliche Teil, also Teil 2. Dann habe ich medizinische Artikel gelesen, was es mit Ausdauersport auf sich hat, welche Hormone produziert werden, was es mit Diäten auf sich hat, welche Hormone produziert werden, wie der Stoffwechsel sich verändert, was es mit Kraftsport auf sich hat, welche Hormone da produziert werden, welche Abläufe im Körper davon vonstatten gehen, was von Vorteil ist, was von Nachteil ist. Sehr viele Sachen, die geglaubt wurden und sich als falsch herausgestellt haben. Sachen, die ich mir zusammengereimt habe, die sich später als richtig rausgestellt haben, wie die Body Recomposition. Ich habe vorher 120 Kilo gewogen habe. Sport regelt. Man kann sich natürlich ein bisschen selbst diagnostizieren, aber wenn man an seine Grenzen kommt, auf jeden Fall zum Experten. Ich laufe auch schon mal. Im Sommer versuche ich zu laufen. Allerdings ist das erste Mal ziemlich kritisch, weil er mein Asthma anfängt. Also wenn ich wieder reinkommen muss ins Laufen, das dauert, dann kriege ich erstmal Muskelkater. Nach ein paar Mal und nach ganz vielen Kniebeugen schwellen meine Beine an, werden sehr muskulös und ich kann natürlich viel besser laufen und meine Ausdauer verbessert sich. Ansonsten lege ich es aber sehr auf Muskelaufbau auf.
Weil das sehr beim Kalorienverbrennen hilft. Das Ausdauersport nicht. Ausdauersport wird euch nicht helfen, Kalorien zu verbrennen und Fett zu verlieren. Das ist ein großer Irrtum. Im Winter wird gerannt. Im Winter einfach nicht, weil es unangenehm ist. Hast du auch, hast du mal erzählt, du hast aber, glaube ich, mehr Gewichte getragen. Ne? Ich versuch's nicht zu übertreiben mit Gewichten. Ich komme da immer irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht mehr mache. Was muss ich machen, um den Bierbauch loszuwerden? Ja, kein Bier mehr trinken. Was du machen musst, ist in ein Kaloriendefizit gehen, aber viel Proteine zu dir nehmen und deine Muskeln aufbauen. Im Kaloriendefizit mit viel Proteinen. Wenn du bereits einen Bierbauch hast und vorher nicht trainiert warst, wirst du Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Und das geht so ziemlich ohne Ausdauer. Ausdauersport ist nicht so wichtig. Die Ausdauer verbessert sich auch, wenn du abnimmst und Muskeln aufbaust, weil auch da Ausdauer immer mit drin steckt. Bewegen ist wichtig, generell ja. Bevor du dich gar nicht bewegst, ist Bewegen wichtig. Wenn du aber bestimmte Ziele hast, wie ich will jetzt Fett verlieren und Muskeln aufbauen oder auf lange Sicht Fett verlieren, dann musst du bestimmte Sachen machen. 10.000 Schritte am Tag kann helfen. Ja, Bewegung ist immer gut. Also bevor du nichts tust, auf jeden Fall bewegen. Ne, habe ich ja gesagt. Aber wenn ihr ein Ziel habt, dann müsst ihr auch durchziehen und dann müsst ihr spezielle Sachen machen. Da geht nicht einfach halbherzig zu sagen so, ich mache das, was mir Spaß macht. Dann kommt ihr nicht an euer Ziel. Außer euer Ziel ist, Spaß zu haben. Aber wenn euer Ziel ein anderes ist, und habt bitte Spaß an der Bewegung. Den finde ich manchmal falsch. Also, weil wenn es um was Zielgerichtetes geht. Wenn ein Coach versucht, euch zu sagen, ihr möchtet im Sommer gut aussehen. So jetzt. Jetzt kommt Herbst, es kommt Winter. Wenn ihr nächsten Sommer gut aussehen wollt, müsst ihr jetzt schon mal planen. Müsst schon mal anfangen jetzt, damit ihr nächstes Jahr gut aussieht. Wie plant ihr das? Damit ihr im Frühjahr weniger Speck habt. Erstmal im Winter nicht so voll fressen, Maß halten und anfangen zu trainieren. In Bewegung bleiben. Nicht komplett einschlafen. Das macht keinen Spaß. Außer du hast dieses Ziel. Wenn du sagst, ich will nächstes Jahr gut aussehen und du arbeitest darauf hin, hast du vielleicht jetzt damit keinen Spaß. Anfangs. Sobald du merkst, dass es funktioniert, fängt es an, Spaß zu machen. Oder wenn das halt dein Ding ist, auf etwas hinzuarbeiten. Nächsten Sommer wirst du Spaß haben. Spätestens, wenn du im Sommer draußen ohne T-Shirt an den ganzen Bauarbeitern vorbeigehst, die dann neidisch gucken. Dann nennt ihr das Catcalling. Ja. So sieht's doch aus. Dann habt ihr Spaß. Warum will ich gut aussehen? Keine Ahnung. Vielleicht hast du dir gedacht, ich würde gerne meine Beine sehen von oben. Und dann siehst du die nächstes Jahr. Das ist voll cool. Und es funktioniert. Kann man mal ausprobieren. Musst du nicht. Ey, wenn du willst, ich habe gesagt, wenn du willst. Wenn du das willst und du Spaß daran hast. Ne? Guten Abend, Jay Ricos. Softgirl, du hier. Premium-Content. Ja, wir schauen Adam. Adam ist Premium-Content. Als ob. Ich lauf doch nicht ohne T-Shirt, bist du irre? Ich sag mal, wir werden warm. Hi, Nelana. Nelana? Kann ich bei dem Namen davon ausgehen, dass du kein Mann bist? In dem Fall will ich nicht daran schuld sein. Aber du weißt, dass Feministen wollen, dass jetzt aber draußen auch wirklich alles gezeigt wird, ne? Zur Entsexualisierung. Also bitte leiste mal was dafür. Geh raus zu den Bauarbeitern, jetzt nicht im Sommer, nächsten Sommer raus zu den Bauarbeitern. Mach es ihnen gleich. Wenn die oben ohne rumlaufen können, kannst du das auch. Ich glaube an dich. Der Feminismus glaubt an dich. Oh. Softgirl liebt Horror. Das mögen wir alle. Da kommt so ein Klassiker. Mit so einem Klassiker wie Silent Hill kann man ja nichts falsch machen, ne?
Nee, bitte, bitte, bitte bleibt verpackt. Mach nicht, geht nicht wegen mir raus. Das ist der Feminismus, der das will, nicht ich. Oh Mann. Was ist mit unten rum, Joker? Come as you are. So, ach, trinken, Trinkbefehl. Ich habe das Trinken vergessen und einen ganz trockenen Mund. Leute, der Feminismus, der wird auch gleich hier auftauchen. Der Feminismus. Dann wollen wir ihm begegnen. Ich habe ein Video von Brust raus über Flirtcoaches und ein neues Video von Dekadent über die Mitte. Da bin ich mal gespannt, ob es eine politische Mitte gibt oder überhaupt geben darf. Und wir kennen Dekadent. Entweder bist du für ihn oder du bist Nazi. So, Kinder. Direkt nochmal, ja, ja. Milch. Davon werdet ihr groß und stark. War es nicht so, dass Frauen nackt rumlaufen dürften und Männer nicht? So sieht's aus. Es ist gesetzlich so, dass Männer dann gegen den Straftatbestand Exhibitionismus verstoßen. Das ist verboten. Bei Frauen gibt es das nicht, aber es gibt eine Regelung für öffentliche Belästigung oder so. Öffentliche, wie heißt das nochmal? Wenn sich jemand beschwert, dass eine Frau nackt rumläuft, dann muss die Polizei die Frau darauf ansprechen und sie darauf hinweisen, dass sie sich anziehen muss. Ich weiß aber nicht mehr, war es in der Öffentlichkeit, war es auf Privatgeländen, ist es dann sowieso verboten. Ich habe in der Öffentlichkeit. Also öffentliche Belästigung oder sowas. Da kann man die Polizei rufen, damit die Frau sich anziehen muss. So, und Frauen versuchen dagegen vorzugehen. Du hast ja heute was Karl gegeben, Imitzis. Cool. Er bemüht sich wirklich, ne? Ich habe ein paar Videos von ihm gesehen, der war manchmal nett. Der war manchmal nett, aber manchmal kommt es noch so raus, dieses Gehässige. Und dann wird er aber nochmal drauf angesprochen, dann meint er, ja, ist ja, ja, ja. Und dann plötzlich sagt er dasselbe nochmal, aber nett und nachvollziehbar. Ich bin erstaunt. Aber das nimmt mir auch ein bisschen Unterhaltung. Jetzt müssen wir uns 2 Jahre alte Videos von ihm angucken, um lachen zu können. Exhibitionismus, ganz genau, Mr. Galloway. So, der zweite Schluck. Nicht so emotional. Es gibt in diesen Bubbles gibt es sehr viele Widersprüche. Und da habe ich auch was rausgesucht von Brust raus gleich, wo sie jetzt Dating-Coaches bloßstellen, weil sie bestimmte Sachen sagen, die sie aber teilweise auch selber gesagt haben in ihren Videos. Das ist schon sehr interessant. Da habe ich das zweite Video direkt mit rausgesucht, in dem sie dasselbe sagen, was sie bei Dating-Coaches dann anprangern. Es gibt natürlich viel mehr anzuprangern bei Dating-Coaches, aber man soll bitte schön sachlich bleiben, anstatt immer zu versuchen, alles Mögliche rauszusuchen und irgendwie zu framen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Das höre ich öfters. Das höre ich öfters. Im Flirten bin ich auch komplett raus. Ich habe keine Ahnung von Flirten. Gone mega based. Ich habe keine Ahnung von Flirten. Ich weiß es nicht. Selber nicht. Aber ich weiß, dass diese Dating-Coaches Trash sind. Und ich folge einem Coach. Einem Life-Coach. Nicht wirklich ein Dating-Coach, ein Life-Coach. Ich bezahle aber nichts. Ich habe mir die Videos angeguckt und finde, dass da ziemlich viel richtig ist. Das reicht mir. Ich brauche dir nicht dafür bezahlen. So, was haben wir da? Also hier, Karl sucht die Mitte. Seht ihr? Ja, noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Und sowas. Vielleicht mache ich das später, wenn ihr alle schlafen geht, anstatt das jetzt am Anfang zu machen. Weil seid ihr alle schon da. Du folgst dem Life-Coach Gone Gone. Der klingt ziemlich based. Hab leider das Flirten verlernt. Ich konnte es nie. Nach 35 Jahren Beziehung ist das Wissen weg, ja.
Flirten, was ist das? Das ist, wenn der Bauarbeiter dir hinterher ruft. Das ist Flirten. Aber wir haben hier Flexa Q mit Gaming der 2000er. Das ist ein sehr schöner, nostalgischer Beitrag. Da ist der Karl. Und da haben wir gleich den Feminismus. Und hier, what is 240p? Wollte ich mir auch mal angucken. Wir hatten ja letztens den Speckobster, der meinte, auf der PS2 waren 240p. Und nein, die Halbbilder waren das. Die ganzen Bilder, die ganzen Frames waren dann aber 480 bis 500 noch was. Das war falsch. Also hier 480p, 480i, genau das. Ist aber in Englisch, ich weiß nicht, wie solide ihr seid im Englischen. Wir können ja anfangen mit genau dem hier. Mit Brust raus, so manipulieren Dating-Coaches und Pick-up-Artists. Ja, ich glaube, dann musst du nicht flirten können, das stimmt. Du musst dich wehren können. Dann brauchst du nur Pfefferspray. Trefft euch zufällig in einer Kneipe und sprecht sie einfach an. Mr. Galway, das ist doch heutzutage schon sexuelle Belästigung. Du darfst doch nicht einfach Frauen ansprechen. Musst du nicht mit deiner Frau flirten? Darüber rede ich nicht. Wenn ich sage, ich kann nicht flirten, heißt das nicht, dass ich es nicht versuche, aber ich kann es nicht. Und meine Frau muss darunter leiden. Das packen wir aber nicht aus, dieses heiße Eisen. Nein, nein. Das wird irgendwann mal zum Running Gag. Irgendwann verrate ich es euch, aber nicht heute. Wir reden heute dann über Brust raus. Dann hören wir auf mit dem Vorgeplänkel. Ich mach mal hier zu, das wird meine Leitung belasten, wenn die ganze Zeit ein Stream läuft. Ich mach den später wieder auf. Er ist nämlich auch auf Twitch und vielleicht werde ich euch heute Abend einfach rüber raiden, weil er wahrscheinlich das gesamte Spiel am Stück durchspielt. Bis in die Nacht. Mir ist dein Feminismus egal. Es gibt immer Männer, die Frauen ansprechen. Immer. Die haben da kein Problem. Also das ist nicht das Problem, glaube ich. Vielleicht wirkst du dann süß und sie hat Mitleid. Ach. Wenn Frauen eins nicht haben wollen, dann Mitleid. Okay, Leute, sollen wir einsteigen mit so manipulieren Dating-Coaches und Pick-up-Artists? Weil die sind ja wirklich problematisch. So, das Verhalten von Männern ist wirklich auch schlimm. Das stimmt. Diese Pick-up-Artists, das ist reinster Schmutz. Das ist nicht die Art, wie man an Beziehungen rangehen sollte. Es sind ja nicht mal Beziehungen. Aber ich kann vielleicht als Mann sagen, warum das so gut funktioniert. Wieso gehen Männer zu diesen Leuten? Warum haben das Männer nötig? Tja, das spaltet nur. Du spaltest. Wo haben wir denn hier was zum Spalten? Ich hasse es, mich mit Themen wirklich differenziert zu beschäftigen. Was bist du für ein Arschloch? Das spaltet nur. Hör auf zu spalten. Frauen sollten in die Pflicht genommen werden, Männer anzusprechen. Dann hat der arme T-Tech endlich mal ja Erfolg. Das Problem ist, es gibt ein großes Ungleichgewicht. Die meist aktiv werden, sind Männer. Und die sich wehren müssen, sind Frauen. Und es gibt halt, Männer interessieren sich halt. Also Männer finden viele Frauen interessant. Frauen finden eher so weniger Männer wirklich interessant. Frauen sind da wählerischer. Und deswegen dann kommen irgendwann sammeln sich ganz viele Typen an, die einer Frau hinterherlaufen und dann wirken die vielleicht alle zu, wie nennt man das, greedy, needy, zu verzweifelt.
Und eine Frau will keinen verzweifelten Typen. Die will sich nicht unter 10 verzweifelten Typen einen aussuchen. Du bist auch extrem wählerisch in Beziehung auf Frauen. Und ich glaube, Demokratie des Proletariats, ich glaube, wir wachsen, wir werden reifer und wir verstehen, was wir wollen. Wir verstehen, dass es einfach nicht nur darum geht, möglichst eine Partnerin oder einen Partner zu finden, sondern wir verstehen, dass wir jemanden brauchen, mit dem wir durchs Leben gehen können. Mit dem wir die Probleme teilen können. Jemand, der uns unterstützen kann, jemand, den wir unterstützen können. Jemand auf Augenhöhe. Es ist ja bei jungen Leuten ist es immer dieses, du musst irgendwie einen Partner finden. Ich habe auch heute wieder konservative Kanäle geguckt auf YouTube und dann heißt es dann auch, dass die ganzen progressiven Kanäle, die würden versuchen, Beziehungen kaputt zu machen. Aber es geht doch einfach darum, dass man keine Beziehung braucht, zwingend. Also es sollte nicht im Leben dein Ziel sein, möglichst schnell eine Beziehung zu finden. Finde erstmal zu dir selbst und dann lerne eine Beziehung zu führen, die auch hält in der heutigen Zeit. Heute, wo man nicht mehr unbedingt zusammenbleiben muss, wo man nicht gezwungen wird, eine Partnerschaft zu haben, muss man sich erstmal selber kennenlernen und dann eine Bindung eingehen. Und ich finde, dann sollen sich die jungen Leute auch Zeit lassen. Dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Na, ihr versteht, die ganzen konservativen Kanäle, die behaupten dann, dass diese ganzen jungen progressiven Kanäle versuchen einfach, Partnerschaften kaputt zu machen. Sie versuchen, die Familie zu zerstören. Die guten alten Werte. Und damit finden die ihre Zuschauerschaft, indem sie sagen, die wollen das kaputt machen, was uns groß gemacht hat. Die wollen die Familie zerstören. Das ist natürlich Quatsch. Man muss nicht unbedingt als Hauptziel eine Familie gründen direkt. Das kann man immer noch. So, also, mit diesem sehr progressiven Standpunkt versuche ich gehe in diesen Bildschirm. Ihr seht, ich habe einen neuen Bildschirm gemacht. Jetzt ist aber hier auch wieder Picard im Weg, ne? Was machen wir mit Picard? Mein Großvater, Picard. So. Picard kommt unter den Streamboss. Jetzt zieht um. Wisst ihr noch, wo dieser der Chat-Troll Sonne-Mond gesagt hat, Picard kann nicht dein Großvater sein, der kommt aus der Zukunft. Genau, das ist der Fehler. Er kommt aus der Zukunft. Der Lebenssinn einer jeden Spezies ist der Erhalt der Spezies. Das beinhaltet die Vermehrung. Ja, Joker, nur haben die Zeiten sich geändert. Und du musst dich nicht mit der erstbesten Person vermehren. Und dann seid ihr gezwungen, für immer zusammen zu bleiben. Du kannst zumindest deine Partnerschaft verändern. Du kannst dich ja trotzdem immer noch vermehren. Nur Beziehungen sind da andere geworden. Vielleicht freier und besser. Ich meine, dass man die freie Wahl hat, ist besser. Jetzt geht mein Kopfhörer aus.